das Märchen von dem Hänsel und der Hypnerotomachia Polyphilia. Oder was Hänschen nicht lernt, lernt Hans viel leicht. Gretel, sagt der Hänsel zur Gretel. Im Käfig wird's mir langweilig. Die Hexe ist hinter Gittern, füttert uns jeden Tag und es passiert nichts. Eigentlich müsste man etwas erfinden, was uns die Welt in unseren Käfig bringt, damit uns nicht so langweilig ist. Was redest du? Sagte Gretel. Es ist doch schön hier. Für alles ist gesorgt. Wir haben Essen, wir haben Trinken. Die Hexe bewacht uns, dass uns nichts Böses passiert. So können wir ruhig und beschaulich den Rest unseres Lebens verbringen und dann haben wir ja uns. Das ist mir nicht genug, sagt der Hänsel. Dann sag mir mal, wie willst du denn aus diesem Käfig kommen, sagt die Gretel. Dann sagt der Hans, da wird mir schon was einfallen. Und in der Tat, ein paar Tage später kommt ein etwas verwegen, verzaust aussehender Mann, läuft murmelnd um den Käfig und der Hänsel guckt ihn an und sagt, wer bist denn du? Sagt der Mann, ich bin ein Wissenschaftler. Mein Name ist Hans Traxler. Und was machst du? Ich erforsche euch und schreibe dann ein Buch über die Wahrheit. Da fragt ihn der Hänsel, wie macht man denn sowas? Da sagte Hans Traxler, die Wahrheit über Hänsel und Gretel liegt in den Zahlen, Daten und Fakten, die ich über euch sammle. Ich werde genau vermessen, wo euer Käfig ist, wie dick die Stäbe sind und wie tief im Wald ihr seid. Da denkt sich der Hansel. Irgendwas stimmt da nicht. Und er fragt den Hans Traxler, sag mal, dieses Schloss, kriegst du das auf? Und er sagt, der Hans Traxler, das ist ja nur ein Nummernschloss. Ja, sagt der Hänsel, dieses Nummernschloss kriege ich nicht auf, weil es natürlich immer auf der anderen Seite ist. Und wenn die Hexe kommt und die Nummer eindreht, kann ich nicht sehen, wohin das geht. Ha, sagt der Hans Traxler, da kann ich dir helfen. So komme ich in den Käfig und kann messen, wie breit und wie lang und wie hoch er ist. Und was du machst, soll mir egal sein, denn dann kann ich mit all diesen Daten mein Buch mit der Wahrheit über euch ja schreiben. Und er versteckt sich hinter einem Baum und wartet. Und wirklich, nach ein paar Stunden kommt die Hexe um die Kinder zu füttern. Zuerst aber, das kennt ihr ja. Gretel, streck deinen Finger heraus. Und die Gretel steckt ihren Finger raus. Der Hänsel ist nicht blöd. Der steckt das Stöcklein heraus. Und der Hans Traxler hinter dem Baum guckt genau, wie die Hexe die Nummernkombination eintippt und merkt sie sich. Leider wird er dann müde, schläft hinter dem Baum ein und es dauert noch einmal eine ganze Nacht, bis er dann verschlafen vor dem Käfig steht, in dem der Hänsel schon ungeduldig an den Gitterstäben rüttelt und sagt, na, wo bleibst du denn? Du hast wohl wieder geschlafen. Keine Aufregung, sagt der Hans Traxler,
ich habe mir die Nummer gemerkt. Und hast du nicht gesehen, ist die Türe auf und Hänsel steht draußen. Hänsel, Hänsel, geh nicht fort, sagt die Gretel. Was soll ich denn alleine hier und ohne dich? Schließ Freundschaft mit der Hexe, sagt er. Ich bin jetzt auf der Suche nach der Wahrheit. Hans Draxler sagt, die Wahrheit steht in meinem Buch, da brauchst du nicht weit zu gehen. Hänsel sagt, das glaub ich dir nicht. Die Wahrheit muss ich selber finden. Gehabt ihr euch wohl? Gretel, guck, Hans Draxler ist auch ein netter Mann. Und bevor er sich auf den Weg in die weite Welt zu machen beginnt, denkt er sich, viel hab ich nicht zu nehmen. Und schlüpft, die Hexe ist bei Aldi einkaufen, und schlüpft in das Hexenhäuschen und guckt sich um, drei Bücher stehen im Regal. Weil man natürlich und weil er natürlich verhältnismäßig schnell reagieren muss, nimmt er einfach irgendein Buch, schlagt es auf, Hypnerotomachia Polyphilia, hat er in der Volksschule gelernt. Er muss es buchstabieren, weil der Titel natürlich verhältnismäßig komplex ist, schlägt es zu, nimmt es unter den Arm und schon ist er auf dem Weg. Frohen Mutes schreitet er durch den Wald. Frohen Mutes, Tag für Tag, ernährt er sich von den Beeren und den Früchten des Waldes, die er am Wegesrande findet, und wirklich, seinen Kieselsteinchen und Brotkrumen folgen, die schon ausgetrocknet seit Jahren am Wegesrande lagen, als Wegmarkierung nutzend, findet er wirklich den Weg hinaus. Und er schreitet durch Felder, er schreitet durch Wälder, Tage vergehen, Wochen vergehen, und plötzlich, er weiß gar nicht in welcher Zeit, er weiß gar nicht in welchem Land, sieht er unten in der weiten Ebene eine wunderschöne Stadt. Keine Stunde des Weges führt ihn an die Stadttore und dunkel dreinblickende Wächter gucken ihn an. Wohin des Weges, junger Wanderer? Ich bin auf der Suche nach der Wahrheit. Und was berechtigt dich, unsere Stadt zu betreten? Das! Und er hält ihm das Buch hin. Der Wächter klappt das Buch auf, klappt das Buch von der anderen Seite auf, klappt das Buch innen auf und nickt, klappt das Buch zu. Das wird genügen, gibt ihm das Buch zurück. Und Hänsel geht in die Stadt. Der andere Wächter sagt zum einen Wächter, sag du mal, du kannst doch gar nicht lesen. Sagt der eine Wächter, das mag wohl sein, aber was so wichtig aussieht, wollen wir doch nicht in Zweifel ziehen, oder? Hänsel wandert durch die Stadt. Nach den vielen Tagen der Einsamkeit in den Wäldern und der Beschäftigung mit sich überfordert ihn das Treiben und das Schreien und das Klappern und das Rattern der Räder auf dem Pflaster. Und er denkt sich, da möchte ich einen kleinen Augenblick der Pause für mich haben. Schlüpft in einen Seiteneingang und wie es der Zufall so will, kommt er in einen großen, schönen, grünen Garten, in dem Ruhe herrscht. Ruhe herrscht, bis auf einen jungen Mann auf der anderen Seite, der emsig an einem Marmorblock klopft und hämmert.
Vielleicht hat dieser junge Mann ja für mich etwas zu essen. Denn er musste feststellen, dass durch die Wanderung des Morgens sein Magen nicht gerade eben voller geworden war. Hey, junger Mann! Der junge Mann lässt Meißel und Hammer sinken und guckt ihn an. Was gibt es? Hast du eine Kleinigkeit für mich zu essen? Ich bin hungrig und lange gewandert. Da, ein Brot und ein Schluck Wein ist immer für dich da. Und damit du nicht alleine bist, leiste ich dir Gesellschaft und wir plaudern ein bisschen. Wer bist du denn? Ich bin Michael, sagt Michael zu Hänsel. Und wer bist du? Ich bin Hänsel. Auf der Suche nach der Wahrheit. Ach, Hänsel, sagt der junge Michael, die Wahrheit hat viele Gesichter. Hier, in diesem Palast, befassen sich Tag für Tag und Jahr um Jahr so viele kluge Männer mit den vielen Gesichtern der Wahrheit und allesamt wollen Sie mir sagen, meine Wahrheit ist die wahrste Wahrheit. Und im Ende streiten Sie sich über die wahrste Wahrheit. Und dann denke ich mir, ich gehe wieder an meine Arbeit, denn ein Block Marmor, aus dem ich ein schönes Ding zu machen in der Lage bin, bringt mir mehr Befriedigung und sagt mir mehr über die tiefe Wahrheit der Menschheit, die in der Schönheit liegt, als all das kluge Geschwätz der Herren im oberen Stock. Da hast du wahr gesprochen, sagt der Hänsel. Jetzt habe ich wieder etwas gelernt. Und er guckt ihm, nachdem Michael wieder an die Arbeit gegangen ist, noch lange über die Schulter und denkt sich, was mag das wohl einmal werden? Und er fragt Michael, was machst du denn da? Weißt du schon, was das werden wird? Und Michael sagt, ja, in meinem Kopf sehe ich die ganze Schönheit dessen, was hier vor mir entsteht. Dann ist es gewiss wirklich und wahrhaftig schwer, all das herauszuarbeiten, herauszumeißeln, zu modellieren, bis es dem entspricht, was du in deinem Kopf siehst. Nein, sagt Michael, das ist die einfachste Sache der ganzen Welt. Ich sehe all das, was vor meinem geistigen Auge entsteht, so deutlich, dass ich nur noch die kleinen Stücke, die überflüssig sind an diesem Marmorblock, wegschlagen muss und schon ist die schönste Figur entstanden. Auch eine Art und Weise, mit der Wirklichkeit und der Wahrheit umzugehen, denkt sich Hänsel. Das werde ich mir merken. Und dann kommt ihm eine Idee. Wenn sich in diesem Palast schon so viele kluge Männer mit der Wahrheit befassen, vielleicht können mir diese Männer mehr helfen, als ich jemals in der ganzen Welt über die Wahrheit zu erfahren in der Lage bin. Und er geht die breiten Stufen in den ersten Stock, geht durch lange Gänge und irgendwo in einem der hinteren Gemächer hört er erregte Diskussionen. Nein, Plato hat recht, wenn er sagt, und er wird unterbrochen, nein, Sokrates hatte recht. Und so geht es eine Weile hin und her und wieder her und hin. Hänsel fasst sich ein Herz.
drückt die Türe weiter auf, geht in den Raum und sagt: Ihr edlen Herren, was streitet ihr um die Wahrheit? Wer von euch kann mir sagen, wo die Wahrheit zu finden ist und wie sie aussieht? Und ein Leuchten geht über die Gesichter der bebärteten, in lange Talare gekleideten Männer. Und beide fangen gleichzeitig an zu reden. Langsam, langsam, sagt Hänsel. So viel von euren klugen Worten kann ich nicht verstehen. Einer nach dem anderen. Das, was sich nach langer Diskussion, nach vielen guten Worten und nach vielen Diskussionen über den eigentlichen Kern der Wahrheit herauszuschälen beginnt aus dem, was die Männer glauben, was Wahrheit ist, hört sich für Hänsel ganz einfach an. Die Wahrheit haben die alten Weisen gefunden. Und in der immer wiederkehrenden Beschäftigung mit den Schriften der Alten kannst du den langen steinigen Pfad beschreiten, der dich dann ganz am Ende in die Höhle bringt, in der der leuchtende Stein der Weisen begraben ist. Ja, aber Männer, was ist Wahrheit? Das kann ich dir nicht sagen, Hänsel, sagt der eine. Das weiß niemand so genau, sagt der andere. Und worüber streitet ihr euch, fragt Hänsel. Wir streiten uns um den Weg. Wo führt der Weg? Und Hänsel denkt sich, und beide meinen, der Weg ist steinig. Hier habe ich nichts zu suchen. Das ist verstaubtes Wissen. Und das ist nicht das, was mein Gefühl mir sagt, dass Wahrheit sei. Er stürmt die Treppe nach unten, er verabschiedet sich von Michael und tritt hinaus in die Stadt. Die Glocken läuten und ein wunderschönes, großes Gebäude mit herrlichen Verzierungen außen an der Fassade, in das gerade viele Menschen zu strömen beginnen, zieht seinen Blick an und er denkt sich, was mag das sein? Vielleicht hilft mir ja ein bisschen Ablenkung bei meiner Suche nach der Wahrheit. Und er betritt mit den vielen, vielen Menschen jenen großen Raum und köstliche Wohlgerüchte erfüllen den Raum. Weihrauch, Gold, Statuen, Pracht über Pracht über Pracht, verschlägt Hänsel den Atem und er denkt sich, ah, wer so viel hat, der muss im Besitz einer Wahrheit sein, die mir nützt. Und er setzt sich in eine Bank und harrt der Dinge, die da kommen. Und eine gar prachtvolle Zeremonie entfaltet sich vor seinen Augen. Ministranten in goldenen Gewändern, Priester, wie er hört, zelebrieren eine Messe. Und dann der große Augenblick. Ein golden gekleideter Mann betritt weit oben einen Ort und sieht die Menschen an und fängt an: Ich bin die Stimme der Wahrheit. Wer mir folgt, wird selig. Denkt sich Hänsel. Jetzt, jetzt, jetzt komme ich der Wahrheit einen guten Schritt näher.
Und er hört dem Manne zu. Der Mann weiß offensichtlich sehr genau, Gut und Böse voneinander zu trennen. Und das eine ist für ihn gut, das andere ist für ihn schlecht. Und dann kommt für Hänsel der große Augenblick. Wer den Pfad der Wahrheit beschreiten will, kämpft für die Wahrheit. Macht euch auf, ihr Gläubigen, verteidigt die Wahrheit des Glaubens, zieht mit mir in den Krieg, bekämpft das Böse, kommt mit mir, erkennt die Wahrheit. Und Hänsel denkt sich, das ist einmal einer nach meinem Geschmack. Für die Wahrheit kämpfen, Abenteuer erleben. Diesem Manne folge ich. Und wirklich, es hat sich schon ein Haufen aufgestellt. Reiter in Rüstungen machen sich bereit abzurücken. Ein großer Haufen Fußvolk hat sich gesammelt. Essen und Trinken in Hülle und Fülle. Wein zum Abend. Jemand gibt ihm eine Lanze. Jemand gibt ihm ein Schwert. Jemand gibt ihm neue Schuhe statt der alten, die schon schön langsam zu zerfallen begannen. Jemand gibt ihm eine Jacke, die ihn schützen soll gegen Wind und Wetter. Und dann ziehen sie los, immer weiter gegen Süden. Tage und Wochen, man erzählt sich die tollsten Geschichten. Die Suche nach der Wahrheit ist für Hänsel ganz weit aus dem Blickfeld gerückt. So vieles über den Tag beschäftigt ihn. Wie kann ich schlafen an einem immer neuen Ort? Wie gehe ich mit den Launen meiner Mitreisenden um? Wie bilde ich mich aus? Wie nehme ich an all dem teil, was auf der Suche nach der Wahrheit dienlich soll, wenn man den hohen Herrn und Rüttern in ihren glänzenden Rüstungen glauben darf? Ein langer Zeitraum vergeht und nach vielen, vielen Wochen steigt die Spannung, denn es hat sich die Kunde breit gemacht, dass der Feind gegen die Wahrheit nahe wäre. Und wirklich, an einem Tag im Herbst, von einem Hügel, sieht die Heerschar dort unten im Tal bunte Zelte mit Wimpeln, Trompeten von Ferne. Das ist der Feind. Und am anderen Tag in der Frühe, nach einem Gottesdienst zum Erhören der Seelen, die in der Schlacht fallen werden, macht sich der Heerhaufen zusammen mit vielen anderen, die sich auch eingefunden haben, auf den Weg, um im Kampf für die Wahrheit sich die ersten Sporen zu verdienen. Und was soll ich euch groß beschreiben? Es endet, wie es immer endet. Viele von Hänsels Freunden, die er auf dem Wege gefunden hatte, liegen in ihrem Blute. Und Hänsel sieht im Verlaufe der 3 Tage, die diese Schlacht dauert, so viel Gräuel, so viel Gewalt, so viel Elend, dass es für Jahre und für Leben ausreichen würde, um andere Menschen davon zu überzeugen, dass das nicht der Weg ist. Hänsel fragt sich sinnend am Rande des Schlachtfeldes, all die Verwüstung und all die Gewalt betrachtend: Kampf um die Wahrheit. Ist das ein Kampf für meine Wahrheit? Und er beschließt für sich, ich habe wieder ein Kapitel gelernt. Meine Wahrheit
ist nicht die Wahrheit der anderen. Meine Wahrheit ist nicht die Wahrheit derer, die im Namen der Wahrheit Wahrheiten verkünden und in Wahrheit Bereicherung meinen, Politik meinen, Manipulation meinen. Hänsel spürt eine große Traurigkeit in seinem Herzen und er denkt, jetzt bin ich so weit gereist und bin der Wahrheit noch keinen Schritt näher gekommen. Vielleicht muss mich mein Weg noch ganz woanders hinführen. Für diesen Moment führt Hänsel der Weg nur weg von all dem Gräuel, weg von all der Gewalt hin, wo es schöne Dinge zu betrachten gibt. Und schöne Dinge findet er am Ufer des Meeres, wo er für eine Zeit bleibt und nichts weiter tut, als auf das Meer hinauszusehen, mit den Fischern hinauszufahren, das Wenige für sich von den Fischern bekommen, was er für sein Leben braucht, und in Bescheidenheit und Ruhe nachzudenken über das, was er alles bisher erlebt hat. Bis fern am Horizont ein stolzes Schiff auftaucht. 6 Masten, eine Galeone. Und als dann dieses Schiff in Sichtweite auch noch ankert, als Boote zu Wasser gelassen werden und als eine Schar wilder und verwegener Gesellen ans Land kommt und ihn beeindruckt von der Eloquenz, beeindruckt von den Geschichten, die sie erzählen, beeindruckt von der weiten Welt, von der sie berichten, einladen. Doch mit auf das Schiff zu kommen und davon zu segeln in ein Land der Verheißung, da ist für Hänsel kein Halten mehr und er sagt, etwas Besseres als hier finde ich überall. Und der wilde, verwegene Haufen macht sich auf den Weg bei gutem Wind, lange Tage und Wochen zu segeln und die Geschichten werden immer wilder. Und eines Tages ist es wirklich soweit. Zuerst ist es nur ein kleiner grauer Streifen am Horizont. Dann ist es der aufgeregte Ruf des Matrosen oben vom Korb herunter. Land! Land in Sicht! Und alles läuft auf die Seite in die Richtung, in die der Matrose deutet. Und wirklich, da ist es. Eine Insel, ein grüner Streifen am Horizont, der rasch, wie das Schiff näher zu segeln beginnt, größer und größer wird. Und Hans denkt sich, ist das das Land, in dem ich die Wahrheit finde? Es dauert nicht mehr lange. Das Schiff hat geankert, die Boote werden zu Wasser gelassen. Und nach einer ersten Zeit, die ein jeder, der in einem neuen Lande sich befindet, benötigt, um endlich wieder frisches Gemüse, frisches Obst zu essen, um endlich wieder frisches Wasser zu trinken. Nach einer geraumen Zeit denkt sich Hänsel, was mag hinter diesem schmalen Streifen sein, den wir bis jetzt gesehen haben. Vielleicht finde ich die Wahrheit ja, wenn ich mich wieder aufmache. Und er beginnt zu wandern
Und bald nach ein paar Tagen oder Wochen hat er die Matrosen, das Schiff und die weite, weite Welt vergessen und bewegt sich frohgemut durch ein Land und kommt in eine Stadt, die dann ganz anders aussieht. Müde vom Wandern setzt er sich auf eine Bank und es dauert nicht lange und ein Mann sehend, dass er ruht auf der Bank, setzt sich neben ihn. Guten Tag, sagt Hänsel. Guten Tag, sagt der Mann. Wer bist denn du? Ich bin der Hänsel, sagt Hänsel. Und ich bin auf der Suche nach der Wahrheit. Und bis jetzt habe ich immer etwas Besseres als überall hier gefunden. Und wer bist du? Ich bin der Albert, sagt er. Und Albert, was machst du? Ich betrachte die Luzi, sagt er. Luzi, das Licht. Ich gucke in den Himmel und schaue mir die Sterne an, die wie Diamanten da oben sind. Und Luzi ist da oben für mich und bringt mir Träume. Jeden Tag erkenne ich die Wahrheit. Albert, sagt Hänsel, kannst du mir helfen, die Wahrheit zu finden? Freilich, sagt Albert, hier. Das soll die Wahrheit sein, denkt sich Hänsel. Das ist doch nur ein kleines Stück Papier. Ja, nimm es, sagt Albert. Und Hänsel denkt sich, wenn es denn der Suche nach der Wahrheit dient, so will ich denn sehen, ob es mich dem näher bringt, was ich eigentlich suche. Und er nimmt das Stück Papier, führt es zum Mund. Es schmeckt nach gar nichts. Er guckt den Mann an, der neben ihm auf der Parkbank sitzt, und fragt ihn, und jetzt? Auf die Wahrheit musst du warten, sagt Albert. Na gut, denkt sich Hänsel. Dann wart ich eben. Und es dauert nicht lange und seltsame Dinge beginnen in Hänsel vorzugehen. Zuerst, unmerklich, verändert sich die Farbe des Himmels. Unmerklich beginnt die Straße vor seinen Augen sich in Wellen zu bewegen. Unmerklich dreht sich das Haus ein bisschen nach rechts, das dort auf der anderen Seite der Straße steht. Oder sollte man sagen, zu stehen scheint. Und als Hänsel genauer hinguckt, dreht sich das Haus zur anderen Seite. Und ehe er sich's versieht, entsteht vor seinem Auge eine bunte Welt. Hänsel denkt sich, ist das die Wahrheit? Was, wenn jetzt ein Drache auftauchte und kaum gedacht aus dem Asphalt der Straße taucht der Kopf eines großen Drachens. Was,
Wenn es Kämpfer gäbe, die den Drachen in die Flucht zu schlagen in der Lage wäre und kaum gedacht, tauchen aus dem Nichts ein ganzes Bataillon wilder Gesellen auf, die mit Geschrei und Kampfesgetümmel im Nu den Drachen aus dem Blick von Hänsel getrieben haben. Na nu, denkt sich Hänsel. Das ist ja seltsam. Kaum gedacht, schon gemacht. Damit komme ich der Wahrheit vielleicht schneller näher, als ich mir jemals zu träumen gewagt habe. Und er denkt sich, wer hilft mir, die Wahrheit zu finden? Kaum gedacht, steht eine weiße Lichtgestalt vor seinem Auge. Durchsichtig, das Haus auf der anderen Seite kann er sehen. Hört er eine Stimme, Hänsel, zu Dienst. Hänsel denkt sich, in welcher Welt bin ich hier? Alles, was ich denke, scheint ganz von alleine zu geschehen, scheint von ganz alleine eine Art von Wirklichkeit zu werden. Und ich weiß nicht, ist es wirklich oder nicht? Er beschließt, aufzustehen. Er steht auf, es fühlt sich etwas seltsam an und er denkt sich, Wirklichkeit muss anzufassen sein. Und er fasst mit seiner Hand gegen die Lichtfigur und ohne Widerstand gleitet seine Hand durch jene Figur hindurch. Das kann nicht wirklich sein, denkt er sich. Dann setze ich mich einfach wieder auf die Bank und er dreht sich um. Und zu seinem Erstaunen sieht er sich dort selbst auf der Bank sitzen. Das ist ja seltsam, denkt er sich. Bin ich hier? Bin ich dort? Wer ist ich? Bin ich wahr? Bin ich dort wahr? Was ist wahr? Und er beschließt für sich, das, was ich in dieser Welt erfahren kann, nutzt mir nichts in meiner anderen Welt. Und er setzt sich wieder auf die Bank und seltsamerweise, nachdem er in einen langen Schlaf gefallen schien, erwacht er und die Bank neben ihm ist leer. Er guckt auf die Straße. Der Asphalt liegt glatt und ruhig vor ihm. Lange betrachtet er das Haus auf der gegenüberliegenden Seite. Festgefügt bewegt es sich, solange er auch gucken mag, um keinen Millimeter. So komme ich der Wahrheit auch nicht näher, denkt er sich und macht sich wieder auf den Weg. Lange muss er gehen. Oft ist er müde geworden.
Und eines Tages, als er im Schatten eines grünen Baumes ruht, erspäht er leicht hinter sich einen alten Mann. Ein Mann, der sich nicht zu bewegen scheint. Er steht auf, setzt sich neben dem Mann und sagt: Und wer bist du? Der Mann guckt ihn mit zusammengezwickten Augen an und fixiert ihn auf eine ganz besondere Art und Weise. Und Hänsel wird ganz mulmig zumute. Ich bin M.I. Und du, wer bist du? Ich bin Hänsel. Ich bin auf der Suche nach der Wahrheit. Ja, die Wahrheit suchen viele. Wenige haben sie gefunden. Aber wenn du dich wirklich sehr, sehr, sehr bemühst, dann eines Tages wirst du sie finden. Hänsel wird ganz seltsam zumute. So wie dieser Mann zu sprechen gewohnt ist, hat er noch niemanden sprechen hören. So wie ihn diese Augen fixieren, hat er noch niemanden fixiert. Und so wie er sich fühlt, hat er sich noch niemals gefühlt. Eigentlich möchte er gerne diesem seltsamen Alten entwischen, doch irgendetwas fasziniert ihn an dieser Gestalt, die ruhig sitzt und auf ihn sieht. Und wenn du dann eines Tages gefunden hast, was du suchst, weißt du, dass du es hast? Hänsel denkt sich: Das ist aber eine seltsame Frage. Und er beschließt, diesem Mann keine Minute mehr zuzuhören. Er beschließt, sich wieder aufzumachen, denn offensichtlich gibt es niemanden, den er bis jetzt fragen konnte und der ihm den Weg auf der Suche nach der Wahrheit gewiesen hätte. Und Hänsel denkt sich: Wäre ich nicht nur vielleicht bei der Gretel geblieben. Der Käfig war doch ganz bequem. Dort musste ich mich nicht ums Essen kümmern. Dort hatte ich mein Liebchen, die Gretel, dauernd um mich. Ja, der Platz war nicht sehr groß. Doch wenn für alles gesorgt ist, braucht man dann viel Platz? Und wer weiß, vielleicht wollte uns die Hexe ja gar nicht fressen. Vielleicht ist das ja auch nur wieder so eine Erfindung von anderen Menschen, die mir nur Angst machen wollten. Doch jetzt ist er weit entfernt. Er fragt sich: Wo bin ich? Bin ich weiter entfernt von der Wahrheit? Oder bin ich weiter entfernt von zu Hause, wo es so schön bequem war? Für sich findet er keine Antwort auf die Frage, aber weil er schon mal unterwegs ist und weil das ja niemand so genau wissen kann, macht er sich einfach
wieder auf den Weg. Auf den Weg in ein Land. Auf den Weg dorthin, wo er die Wahrheit zu finden hofft. Und so wie es scheint, hat er diesmal einen ganz seltsamen Weg gewählt. Wo vorher grüne Landschaften waren, wo vorher immer genug zu essen und zu trinken zu finden war, wo er seinen Durst aus kleinen Bächlein stillen konnte, wo Beeren, Pilze und andere Früchte des Waldes immer seinen Hunger zu stillen in der Lage war, wo er in Städten immer einen mildtätigen Menschen fand, der ihm ein Stück Brot und einen Krug Wassers gab, fand er hier nur Sand, nur Felsen, kein Baum, kein Strauch, kein Wasser, Tag für Tag. Der Weg wurde immer steiniger. Schon seit vielen Tagen hatte er keine Menschenseele erblickt. Und der Weg wurde immer steiler, immer steiler. Und Hänsel wurde immer durstiger, wurde immer hungriger. Und er dachte mehr als einmal: Worauf habe ich mich nur eingelassen auf der Suche nach der Wahrheit? Wäre ich nur zu Hause geblieben, hätte ich nur auf Gretel gehört. Und immer steiler wurde der Weg. Und immer schwächer wurde Hänsel. Und Zweifel begannen in seinem Hirn zu nagen. Und der Weg schien so weit dort nach oben auf den Gipfel. Und fast konnte Hänsel es kaum mehr selbst glauben. Doch nach einer unendlich langen Zeit, die letzten Meter schon auf Knien, fand sich Hänsel auf der kleinen Fläche wieder, hoch, hoch oben, auf dem Gipfel. Kühl wehte der Wind. Die Aussicht ging nach allen Seiten und schien sich ins Unendliche zu erstrecken. Und als er guckte, sah er dort einen alten Mann mit einem langen weißen Bart sitzen. Und er dachte sich: Wie kommt dieser Mann hierher? Jetzt bin ich so jung und musste so weit gehen. Und dieser Mann scheint nicht müde. Dieser Mann scheint nicht hungrig. Dieser Mann scheint nicht durstig. Alter Mann, sagt er, wie kommst du hierher? Der Mann guckt ihn aus tiefgründigen, hellen, blauen Augen lange an. Dann beginnt er zu sprechen. Ich war schon immer hier. Ja, brauchst du denn nichts zu essen? Brauchst du denn nichts zu trinken? Musst du denn nicht schlafen? Das war früher.
ganz seltsame Dinge beginnen mit Hänsel zu passieren. Es wird ihm so leicht. Ein tiefer Frieden aus seinem Herzen kommend beginnt ihn zu erfassen. Und jede Art von Zweifel und jede Art von Kummer und jede Art von Traurigkeit weicht von ihm. Seltsam, denkt er, dieser alte Mann scheint etwas an sich zu haben, das ich gut gebrauchen kann. Auf meiner Suche nach der Wahrheit. Vielleicht frage ich den alten Mann. Alter Mann, fragt er, kannst du mir helfen? Der alte Mann nickt, guckt ihn lange an und schweigt. Ich bin auf der Suche nach der Wahrheit. Der alte Mann nickt und schweigt. Hast du die Wahrheit gefunden? Der alte Mann nickt und schweigt. Kann ich die Wahrheit finden? Der alte Mann nickt und schweigt. Wie weit habe ich noch zu gehen? Von hier führt der Weg nur abwärts. Der alte Mann nickt und schweigt. Na, denkt sich Hänsel, jetzt dachte ich, der Wahrheit schon so nahe zu sein. Doch aus diesem Alten scheine ich nichts Brauchbares herauszubekommen, denn der sagt gar nichts. Doch jene Gefühle, die er in sich trägt, lassen so recht keine Zweifel aufkommen. Lassen ihn so recht nicht ärgerlich sein über seinen erneuten Fehlschlag. Stattdessen spürt er etwas in sich, das er so bisher nicht kannte. Ein intensives Gefühl, ein Gefühl, für das er keinen Namen hat. Ein Gefühl, das ihn glücklich und traurig gleichzeitig zu machen scheint. Ein Gefühl, das ihn zufrieden und gleichzeitig grenzenlos unzufrieden macht. Ein Gefühl, von dem er glaubt, dass es ihm die Weisheit aller Welten gäbe und gleichzeitig ein Gefühl, das ihn glauben macht, noch überhaupt nichts auf dieser Welt verstanden zu haben. Wer weiß, denkt er sich, ob ich die Wahrheit jemals finde. Aber etwas Besseres als hier finde ich schwerlich auf der Welt. Und er setzt sich hin. Und wenn er nicht gestorben ist, dann sitzt er da noch heute. Und man hört vereinzelt von Wanderern auf der Suche nach Wahrheit.
die man entweder an vielen Ecken der Welt auf dieser Suche sieht und dann, wenn genügend Zeit vergangen ist, dann sind sie plötzlich verschwunden. Vielleicht haben sie die Wahrheit ja gefunden.